1, 2, 3, hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Season 3. Hier sind wir versammelt, ich und der Justin, der Esel nennt sich immer zuerst und mir fällt schon auf, dass ich ein neues Texture Pack habe. So, und Und ich bin auch noch da, du Mongo. Ja, Warte, kannst du mir... ja, okay, du kannst es jetzt gerade schlecht zeigen, welches Texture Pack du hast. Ich habe das HD Modern oder Modern HD Texture Pack. Das passt eigentlich ganz gut zu unserer modernen City, die wir hier aufbauen wollen. Nur das Gras, das ist halt irgendwie nicht mehr biombestimmt. Also das ist jetzt kein Savannengras, dafür sehen die Bäume aber auch. Moment, wo haben wir denn mal einen Savannenbaum hier? Die sehen jetzt mehr wieder lebendiger aus. Hat mich ein bisschen gestört, dass es immer so aussieht, als wären wir in der Wüste. Auch wenn mir das Feature ganz gut gefallen hat, dass wir keinen Regen haben. So finde ich das Gras halt schön knackig, passt auch zu der modernen Stadt. Und jetzt können wir natürlich wieder weitermachen mit unserem bekannten System, das da heißt erstmal Schafe scheren. Ja, ich guck mal gerade, also nach dem Texture Pack. Okay. Das ist eigentlich auch ganz cool, obwohl es ein HD Texture Pack ist, braucht es eigentlich kein Optifine. Das ist mega laut hier gerade. So. Das hat mich auch ein bisschen verwundert. Also ich habe zuerst einmal mit Optifine probiert. Nur mit der 1.7.4, die wir ja gerade spielen, habe ich es nicht geschissen bekommen, Optifine zu installieren. Das ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Weil ich eigentlich auch immer in der Lage war, den Shader Mod zu installieren. Also inkompetent bin ich ja nicht gerade in der Sache. Es hat nur diesmal einfach nicht geklappt und wir wollten ja jetzt aufnehmen. Also habe ich es einfach mal so probiert und dieses, ich glaube, 124 mal 124 HD Texture Pack funktioniert auch ohne Optifine. Ist auch ganz cool. Vor allem gefällt mir das ganz gut, weil... ihr seht schon hier das Interface, das wird nicht beeinflusst von dem ja, Texture Pack oder Resource Pack, wie es ja jetzt neuerdings heißt. Ja, finde ich gut, weil so verändert sich nur die Welt und hier, da muss ich nicht erst gucken, oh, welches Item sieht denn jetzt neuerdings wie aus. Von daher Pluspunkt dafür. So. Herzlichen Glückwunsch. Wie installiert ihr nochmal ein Resource Pack? Einfach Windows-Taste und R, %appdata, %.minecraft-Ordner öffnen, Resource-Pack öffnen und die ZIP-Datei da reinziehen. Dann in Minecraft, also Minecraft neu starten, Minecraft öffnen und dann in die Resource-Pack-Option gehen und dann die Resource-Pack mit dem Pfeil nach rechts da reinziehen, da wo du sagst, ich möchte gerade die aktive Resource-Datei spielen. Also einfach die Datei in den Ja, Drag and Drop, wenn du es so haben willst. Okay. So, haben wir jetzt eigentlich schon Flint in Steel? Weil ich gerne hier ein paar hässliche Bäume abbrennen möchte. Na, wo fies? Wo ist eigentlich unser kleiner... Wo ist eigentlich unser... Oh, wie geil das hier aussieht, der neuerdings mit dem Texture Pack. Na Leute, habt ihr schon Pläne für Silvester? Ja. Nee, leider Oder nicht. generell für Weihnachten vielleicht zuerst mal. Ja, Weihnachten, die Weihnachtstage, natürlich zwangsläufig den ersten Weihnachtstag mit der Familie, bla bla. Den zweiten Weihnachtstag, ich glaube den dritten mit der besten Freundin. Das wird mega cool. Hier sind 19 Diamanten drin, ich raste aus. Achso, das ist Justins Privatton. Wieso ist denn dann hier mein, wieso sind dann in der allgemeinen Truhe meine 4 Diamanten, hä? Justin, was soll das schon wieder hier, hä? Keine Ahnung. Ja. Nein, ich leg's jetzt nicht drauf. So, ja, okay, Weihnachtstage Doch sind wenn du geplant. mir sagst, wo du wohnst. Okay, das Nee. Texture Pack ist fertig. Und mit meiner besten Ich probier's mal Freundin... kurz aus. Ja, okay. Und mit meiner besten Freundin gehe ich dann auch richtig... Ach, hier ist der zweite, dritte Hund. Gehe ich richtig geil Raclette essen. Boah, Raclette ist geil. Raclette ist richtig geil. Also machen wir natürlich selbst bei ihr. An Silvester dann halt. Ne? Ist mega cool, finde ich. Bisschen. Okay, so, da ist es. Und du, lieber Lorenz? Beide Feste im engsten Familienkreis. Ach stimmt, ihr seid da ja noch ein bisschen traditioneller, ne? Ja, sind wir wirklich. Weil wir haben ja auch eine große Familie und ja, wahrscheinlich werden wir es für meine Oma feiern. Letztes Jahr auch, war geil. Gott, man muss das nicht Ja. entpacken, ne? Einfach nur die Ja, genau, einfach nur da Radarteile. reinziehen. Okay. Dann gucke ich mal, ob das jetzt funktioniert. Oh, sorry about that, da kam gerade meine Mutter rein, meine liebste Mutti. Aber schnell wieder draußen. Ja, natürlich, ich habe ihr gesagt, dass ich aufnehme und gerade keine Zeit habe. Los, bitte einer. Komm, lauf vor mich, lauf vor mich. Komm, nein, triff mich. Nein, ich explodiere. Triff mich, triff mich, triff mich. Komm, triff! Trickskelett, triff mich doch. Tja, Lorenz steht auf harte Akupunktur, wie wir es gerade Nein, hören. da ist gerade ein Creeper vor dem Skelett und bitte töte es, dann kriegen wir eine Schallplatte.
So. Komm Creeper, nicht vor, nicht hinter das Skelett. Der Spieler. Komm. Und gleich haben wir nur noch so ein Oh, und dann wissen wir wieder. Lorenz hat keine Kacke. Jawohl, jetzt. Ja, komm, hier rauf, Creeper. Jawohl, ich hab eine! Echt? Echt nicht schlecht aus. Ja. Oh, hier ist ein Zombie mit der Schaufel. Danke, was hab ich denn? Melohi, lol, die kenne ich gar nicht. Ey, das ist das dasselbe Texture Pack? Welches? Ich glaub schon, ne? Wie das auf dem Bild. Lol, du hast recht, hier mit dem Holz. Und mit dem Gras, das ist dasselbe. Wie geil ist das denn? Das Glas war aber echt dann Wasser. Jo, egal, aber hier ist, finde ich cool. Können wir noch ein Boot ja, anstellen. Egal. So, also, hinter dir ist ein genau Zombie, dasselbe. Pass auf, erschreck dich nicht. Lol, sorry. NP. So, harte Schwertpenetration. Lol, pass auf, hinter dir der Creeper und meine Hunden greifen nicht an. Hinter denen ist noch ein Creeper. Harte Schwertpenetration. Lol, pass auf. Da ist noch ein Creeper. Noch einer. Der ist aber auch weiter weg. Egal, ich möchte ein bisschen TNT machen. Erstmal hier. So, warte, haben wir ein Skelett in der Nähe oder hast du... Warte, töte den nicht. Oh, zu spät. Ah, oh, da oben war ein Skelett, hätten wir töten können. Ja, es war ja nicht das letzte Mal. Na doch, den Creeper finden. Ja, lass uns mal ein bisschen hier auf Zombiejagd gehen. Soll. Gut, jetzt auch eine Schallplatte haben. Ja, wir haben schon eine, aber die ist voll mega creepy. Ja, Lorenz, wo wohnst du denn? Ja, warte, der wohnt mega weit weg, lass doch hier lieber erst bauen, können wir später nochmal einen Rundgang machen. So. Hast du das Bild noch gerade vor Augen? Ich habe nämlich vergessen. Nee, aber warte, der Link müsste eigentlich noch ein TS sein. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier eine Spinne rumläuft, die mich gleich treffen wird. Oh, fick dich doch, du bist so eine kleine Hure, ne? Ja, hast du denn nichts gelernt in deiner kurzen, ne, Verweildauer? Ja, hier habe ich das Bild. Okay, auf jeden Fall weiß ich, dass hier noch eine zweite Etage drauf muss. Warte, ich guck mal, ob das jetzt echt dasselbe Texture Pack ist. Auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Ja, das ist ohne Scheiß dasselbe. Das Glas ist halt nur anders. Ja, ist doch lucky. Genau dasselbe. Wie machen wir denn hier? Lassen wir das so? Ja, überlege ich mir da was an der Stelle. Sollte die Fackeln aussehen? Mega geil, oder? Warte mal, im Moment, bei mir sind das normale Fackeln. Echt? Ja. Bei mir sind das, so, keine Ahnung, so Lampen, wie die man in den Garten so ins Gras stecken kann. Schick mir doch mal nach der Aufnahme den Link von dem Texture Pack, das du gerade benutzt. Dann können wir hier mal abgleichen. Okay. So, was mache ich denn jetzt? Na Gott, hast du heute in den Kommentaren gelesen, echt schlechter PC von dir. Das hat man gestern Abend geschrieben und dann habe ich dem direkt abends geschrieben, hey, Moment mal, was willst du mir... LOL, da ist ein Creeper bei den Schafen dran. Warte, hast du Bogen? Und ja. So? Ja, dann snap den mal raus. Ne, ich habe ihn direkt angesprochen, wie er denn das meint, weil ich habe ja in der Folge, glaube ich, gesagt, was ich für eine PC-Leistung habe. Und der hätte das ja nur, ohne jetzt mich selbst loben können, aber er hätte das nur ironisch meinen können. Ist er down? Ja. Okay. Hast du Fackeln? Ja, hier, warte, ich gebe dir mal die Hälfte ab. Die kannst du... Okay, die kannst du echt rüberwerfen. Nicht so wie letzten. Ja. Ne, ich habe nicht verstanden, weil der Typ, der meint, ne? Ich kenne ihn nicht und der beleidigt dann erstmal mich. Ich meine, wenn du mich beleidigst, Lorenz, ist das natürlich was anderes, weil... Ne? Auf jeden Fall meinte so, ja... Das ist freundschaftlich gemeint. Ja, genau, so wie ne, wenn deine Mama von hinten... Er ist nur freundschaftlich. Egal. Auf jeden Fall meinte so, ja, das ist... Da wäre YouTube dran schuld gewesen, der wollte eigentlich ein anderes Video kommentieren, hat er so geschrieben. Ja. Und da denke ich mir auch nur so, ja, der hat jetzt nur kleine Eier bekommen, weil ich auf einmal geantwortet habe, weißt du? Spasti, ey. Alter, ich wollte gerade echt anfangen, die Schafe zu killen, weil ich gedacht habe, man kriegt nur so das, die Wolle. Ja, wir befinden uns auch noch in der Minecraft Alpha, wie wir alle wissen, lieber Justin. Da ist das nur möglich, wenn wir Schafe auch tatsächlich mit, Schwertern töten. Aber ich hätte mir langsam gerne Kühe. Kühe sind das Geilste, was es gibt. Also richtig geil Bacon und so. Moment, Bacon ist von Schwein. Ich nehme meine Aussage zurück. Ich brauche langsam eine eigene Truhe für meine ganzen Nahrungsmittel. Nein, ich bin stolz auf dich. Danke. Boah, welcher... Ja, okay. Nein, dich töte ich jetzt mal nicht, weil du mein Baupartner bist. Lukas, wir sind in der Aufnahme. Geh mal bitte raus. Wer ist nicht in der Aufnahme? Komm selber, du voll... Ach, lol. Nee, zu spät. So, habe ich jetzt noch Wolle? Justin? Ja? Wie wollen wir den Boden in der Villa hier machen? Weil, aus ja, keine Ahnung, aus weißer Wolle würde ich sagen, aber
Ich würde sagen aus Eisenblöcken. Nein. Aber generell, Leute, ist hier gerade ein Creeper bei dir irgendwo hochgegangen? Nee, ich weiß gar nicht, wie willst du denn, den hinteren Teil bauen? Du weißt doch gar nicht, wie es dahinter aussieht. Ich habe tatsächlich ein Foto gefunden. Du musst mal moderne Häuser eingeben bei Google Bilder. Da ist das gleiche Haus von der hinteren Seite. Und da habe ich gesehen, dass dieser Schwenker, der hier quasi drin ist, dieser schwarze, sich nach hinten durchzieht und nochmal klein wiederholt wird. Und da ist wirklich ein Creeper oben in unserer Etage. Lol, ich hab den Hund geboxt. Greift für dich an? Ja, ich wollte... Lol, Alter, wie trifft er mich? Ich wollte das Gras abbauen und dann kam der dazwischen gelaufen. Warte, ich komme und dann... Ich muss schon sagen, so ein Nestle-Lein ist einfach geil. Was ist geil? So ein Nestle-Lein. Kannst du dem... Warte, hast du gerade Zombie-Fleisch da? Weil ich hab schon... Können wir das... Ja, machst du ja gerade Product Placement. Ah, ja, oh, warte, der ist gerade geil, warte mal. Alter, wer hat bei mir eine Kuh geschlachtet? Ich glaube, Justin war bei dir. Justin? Aber bei nichts gemacht. Du hast den Vize-Beat war eh schon genug. Ja, also vor allem, weil es unnötig war. Also hast du das jetzt schon aufnahmenübergreifend getrollt? Hey, ich war das doch gar nicht. Ja, ja. Kommt zusammen, meine Kinder. Ja, genau. Macht mir ein neues Hundebaby. Oh, wie süß, danke. Sitz. Und das füttern wir. Oh nein, ich würde das nicht aufnahmeübergreifend machen. Warum weint ihr denn jetzt schon wieder? Ja, heute haben Patrick, Lukas und ich Pizza Beast aufgenommen. Und da hat Lukas mich vom Turm runtergeschlagen. Also der hat so ein Haus, also der möchte so ein Baumhaus bauen. Und dann habe ich, da stand er ganz oben, dann habe ich gesagt, soll ich dich jetzt mal runterboxen und so aus Spaß. Und dann hat er mich runtergeboxt und ich habe meine ganzen Erfahrungspunkte verloren und ja, mein... Nimm mal die ganzen. Okay, also war wieder nur Kinderscheiße. Lol, du hast Verzauberungstisch? Habe ich auch schon. Krass. Justin, auch nicht, muss, ich muss deinen so lange... extra Tisch bauen, weil Lukas so ein asozialer Wichser ist. Was kannst du nicht mehr, Justin? Kann auch wohl nicht mehr so lange. Ich baue mal hier... Aus hier links können wir ja gar nicht weiter bauen. Alle immer so schnell weg müsste. Ja, warum? Wer muss noch weg? Ja, ich. Warum? Alter, bist du doof? Ja, wir haben voll spät angefangen. Ja, scheiß drauf. Komm mal zu mir, wie sollen wir die Rückwand von der Finca gestalten? Finca, ihr Bot. Nein, Finca nicht. Hier, Villa. Ah. Alter, das... Oh, ich muss sagen, dieser Nestle-Lion-Riegel schmeckt ziemlich geil. Mein Gott, halt immer die Schnauze. Lukas ist so ein Monko. Oh, oh. 50 Euro mehr, oder? Deine Tasche. Ich würde sagen, mach das dann bis hier. Ich würde sagen, warte mal, hier so. Dann würde ich jetzt hier so runterkommen lassen. Oder ne, wir machen ja hier so Modern Art, von daher. So, stopp, warte mal. Genau, dass das hier so übersteht, dann kommt das hier so runter. So, dann schauen wir mal, was Schönes auf meine Spitzhacke bekommt. Oh weh, du kriegst das Bestes als ich. Aber ich bin gleich wieder seine dämliche Wichslache und der hat das Beste. Ich bekomme eh wieder so Fortune 3, Haltbarkeit 3. Ja, auf jeden Fall. Ja, das muss hier weg. Ich grad nur... Na toll. Was hast du? Bitte was Schlechtes. Ja. Ja, eigentlich mal. Effizienz 4 und Behutsamkeit 1. Warte, Behutsamkeit, das ist doch das, wo du... Ist so Silk Touch. Ja. Du bist ein Silk Touch Spitzhacke, Alter, so mega geil. Ich hätte lieber Fortune. Das sind Luxusprobleme, mein Freund. Ich finde hier... Ja. Hast du schon verzaubert, Lorenz? Ja. Was hast du? Haltbarkeit 3.